In wenigen Tagen ist Schulbeginn und damit stellt sich für viele Eltern nicht nur die Frage nach dem sichersten Schulweg, sondern auch nach dem richtigen Verhalten auf dem Schulweg und wie man das am besten übt. Mein Kollege Joachim Rauch und ich wollen Sie und Ihr Kind gut durch die Schuleingangsphase begleiten und Ihnen in 8 kurzen Videos Verkehrssicherheitstipps und Hintergrundwissen rund um den sicheren Schulweg und rund um die kindliche Wahrnehmung des Schulumfelds näher bringen. Neben dem Seh- und dem Hörsinn spielt auch die Motorik eine wichtige Rolle für die sichere Verkehrsteilnahme. Kinder bewegen sich gerne. Sie tun das oft ohne bestimmten Zweck, einfach aus Spaß und Freude an der Bewegung. Die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten braucht Zeit. So fällt es Kindern bis zum Alter von ca. 8 Jahren aufgrund noch nicht voll entwickelter Hirnreife schwer, inmitten einmal begonnener Bewegungen rasch auch wieder zu stoppen. Begonnene Bewegungsmuster wollen zu Ende geführt werden. Wie können Sie hier unterstützen? Roboterbewegungsspiele und Versteinern wie etwa das Donnerwetter-Blitzspiel helfen Ihrem Kind dabei, bewusst Bewegungsabläufe zu steuern. Je öfter Ihr Kind so etwas übt, umso leichter fällt es ihm dann auch im Straßenverkehr, etwa an der Gehsteigkante, bewusst zu stoppen. Wollen ist nicht gleich Können. Kinder wollen so gerne schnell sein, ihre Reaktionsgeschwindigkeit ist aber erst im Alter von ca. 14 Jahren auf durchschnittlichem Erwachsenenniveau ausgebildet. Was bedeutet das für uns Verkehrserzieherinnen? Gehen Sie nicht von Ihrem eigenen Tempo aus und planen Sie für die Wege Ihres Kindes im Straßenverkehr hinreichend Zeitsicherheitspuffer ein. Mehr Tipps rund um den sicheren Schulweg und zu richtigem Verhalten auf dem Schulweg gibt es in unseren Verkehrssicherheitsworkshops für Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen von Volksschulkindern.